Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, eine putzintensive Woche liegt hinter mir. Ich habe nämlich mal wieder meinen Putzwochenplan richtig von A bis Z durchgezogen. Allerdings ohne mich zu überfordern. Also jeden Tag so 30 bis 40 Minuten, das musste mal wieder sein. Wir waren nämlich einige Tage unterwegs, so im letzten Monat. Vielleicht habt ihr das ja mitbekommen. Und jetzt musste mal wieder ein Grund reingebracht werden hier zu Hause. Ich nehme euch einfach mal mit. Zeige euch, welche Routine ich da am liebsten durchführe. Und dann ist auch spontaner Besuch kein Problem mehr, weil so ein bisschen Spielzeug wegräumen ist dann überhaupt kein Ding mehr, wenn man einen Grund drin hat. Wie ich das mache, zeige ich euch in diesem Video und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, die Putzwoche beginnt montags bei mir in den Badezimmern. Und wenn es um das Thema unangemeldeten Besuch oder spontanen Besuch geht, ist natürlich das Gästebad das Nonplusultra. Das heißt, das sollte schon immer tippitoppi aussehen. Deswegen fange ich jetzt auch einfach mal an im Gästebad. Unseres ist sehr klein, deswegen ist das eigentlich auch immer relativ schnell gemacht, da einmal das Waschbecken sauber zu machen. Drumherum haben wir da so eine relativ breite Ablage. Das ist natürlich immer unschön, wenn da irgendwelche Wasserflecken drauf sind. Deswegen wird das Ganze einmal gewischt und sieht dann auch für Tage gut aus, wenn man immer nach dem Händewaschen einmal kurz mit dem Handtuch tatsächlich die Wasserflecken wegmacht. Das ist dann schon relativ wichtig, dass es auch ja, weiterhin gut aussieht und nicht schon wieder am Abend irgendwelche Wasserflecken da sind. Da bin ich dabei, die Toilette zu putzen. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Drumherum ein bisschen den Staub zu entfernen bei dem ganzen Zeug, was da so ein bisschen rumsteht. Und so putze ich mich so ein bisschen durch das Gästebad. Ja, für die Toilette habe ich noch etwas tiefer in die Trickkiste gegriffen. Und zwar habe ich nochmal diesen Aktivkohle-WC-Schaum rausgeholt. Den hatte ich euch in einem anderen Video schon mal gezeigt. Zuvor heißes Wasser in die Toilette gekippt und dieser Schaum kann sich mit dem warmen Wasser noch besser entwickeln und kommt fast bis oben an den Rand und reinigt aber auch unten im Rohr das ganze WC tiefen rein. Dann habe ich noch den Teppich entfernt. Ich musste mich ja noch um die Böden kümmern, habe ordentlich gestaubsaugt und gewischt in dem Gästebad. Dann habe ich mir diesen kleinen Teppich ein bisschen genauer angeschaut und gesehen, ah, der ist ganz schön flusig, habe den ausgeschüttelt, dann gefiel er mir immer noch nicht und habe ihn einfach mal in die Waschmaschine gesteckt und dann war der abends auch wieder frisch. Weiter ging es dann oben im großen Badezimmer. Da hatte ich am Wochenende schon so ein bisschen vorgeputzt. Zum Beispiel den Spiegel hatte ich da gemacht. Den habe ich jetzt zum Beispiel an diesem Montag nicht mehr gemacht. In meinem Fokus stand diesmal die Badewanne. Die wurde ordentlich eingesprüht und dann abgewaschen. Vorher habe ich da, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, diese ganzen Körbchen mit dem Duschschaum für die Kinder und so weggeräumt. Das stört natürlich dann alles. Ja, habe dann auch mal den Duschkopf ein bisschen entkalkt. Da den Abfluss auch nochmal mal ein bisschen sauber gemacht und dann glänzte hinterher die Badewanne wieder wie neu. Da stelle ich gerade alles wieder zurück und habe gesehen, naja, da dieser Behälter, wo die ganzen Kinderbadesachen drin sind, der ist ganz schön übergelaufen im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, diesen Behälter habe ich mal sauber gemacht und ich habe die ganzen Sachen da neu reinsortiert. Leider haben wir einiges doppelt, weil ich zum Beispiel für den Urlaub vergessen habe, Kinderduschgel mitzunehmen. Deswegen haben wir da Neues gekauft und deswegen ja, ist dieser Behälter leider ziemlich voll und da muss dann doch auch einiges jetzt mal aufgebraucht werden. Ja, weiter geht's mit dem Waschbecken. Das war eigentlich auch relativ schnell gemacht, weil ich da auch immer schaue, dass ich die Wasserflecken bei jeder Nutzung schon entferne. Aber dennoch war eine gründliche Reinigung ja doch auch einmal die Woche wieder nötig, damit das Waschbecken auch wieder richtig schön glänzt. Die Toilette kam natürlich auch nicht zu kurz, aber die hatte ich auch am Wochenende schon mal gründlich gereinigt. Und ja, ich reinige die Toilette tatsächlich häufiger als einmal die Woche. Die Frage kam mal bei meinem letzten Badezimmer-Reinigungsvideo, klar. Aber montags gehört es eben einfach auch mit dazu. Genauso wie sich um die Böden zu kümmern, das mache ich hier jetzt gerade. Da habe ich ordentlich gestaubsaugt und dann wird auch noch der Sprühwischer bemüht. Und das Badezimmer ist dann anschließend auch fertig. Thank you.
Weiter geht es am Dienstag mit dem Thema Staubwischen. Und ja, da muss man wirklich schauen, wie lange man Zeit hat an diesem Dienstag. Man kann natürlich das ganze Haus staubwischen. Allerdings ist das dann so ein Riesenbrocken, der einem bevorsteht. Deswegen konzentriere ich mich da lieber auf bestimmte Zimmer und laufe da mit meinem Staubwedel rum. In dem Falle habe ich mich mal wieder ordentlich um das Wohnzimmer gekümmert und wie ihr gleich seht, auch noch im Schlafzimmer. Aber bleiben wir jetzt gerade mal im Wohnzimmer. Da war es mir wichtig, diese kleine Konsole zu reinigen, die ihr gerade gesehen habt, und sämtliche Fensterbänke, und habe mich da eigentlich im Uhrzeigersinn so quer durch das ganze Wohnzimmer geputzt. Ja, das Praktische an diesem Dienstag ist, ich brauche nichts anderes als meine Sachen fürs Staubwischen, nämlich meinen Swiffer, mit dem ich vorarbeite, und anschließend bei manchen Flächen dann noch mit dem Mikrofasertuch, was ich leicht anfeuchte, nachwischen. Und sonst brauche ich nichts. Das heißt, ich muss jetzt nicht den Staubsauger durchs ganze Haus schleppen, sondern staubwische einfach da, wo ich gerne staubwischen möchte, und gucke, wie viel Zeit ich dafür habe. Und ja, deswegen bevorzuge ich diesen Putzplan so sehr, wie ich ihn durchführe, weil ich eben nicht Zimmer für Zimmer, also jeden Tag ein anderes Zimmer putze und dann alles brauche, was zum Staubwischen und Staubsaugen und Feuchtwischen, alles an einem Tag, sondern ich mache das eben, ja, nach bestimmten Handlungen. Also wie gesagt, dienstags jetzt Staubwischen und wie ihr gleich dann sehen werdet, an einem anderen Tag nur Staubsaugen. Dann brauche ich also nur den Staubsauger durchs Haus schleppen oder danach nur den Wischer durchs Haus schleppen und muss nicht immer für jedes Zimmer alles mit mir rumtragen. Deswegen hat sich für mich dieser Putzplan so bewährt. Ja, da bin ich jetzt schon im Schlafzimmer. Das wollte ich auch mal so ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Besprühe da noch so ein bisschen das Bett mit so einem Textilerfrischer, das mag ich manchmal ganz gerne. Ja, habe mir da auch nochmal die Nachttischchen vorgenommen und räume da alles ab und staubwische und räume hinterher wieder alles zurück. Also dieser Dienstag, der kann schon mal ein bisschen aufwendig sein, aber wenn man mal weniger Zeit hat, dann kümmert man sich zum Beispiel nur ums Wohnzimmer. Weil wenn es wieder um den spontanen Besuch geht, im Wohnzimmer sitzt natürlich der Besuch dann hauptsächlich. Das heißt also, wenn man darauf Wert legt, kümmert man sich eben nur darum. Ja, ihr seht, zwischendurch hatte ich wieder tatkräftige Unterstützung von Elena. Also wenn es darum geht, irgendwas zu wischen, dann ist sie da auch mal direkt mit am Start. Ja, da habe ich meinem Swiffer nochmal ein neues Tuch verpasst und weiter ging es am Schminktisch. Der ist natürlich auch immer relativ aufwendig. Und ach so, haha, die Leute, die meckern, dass ich so viel im Bad stehen habe, die sollen mal besser weggucken, weil da zeige ich euch meine Nagellacksammlung. Die sieht auch nicht viel besser aus, aber ich finde sie großartig. Ja, genau, so viel nochmal zu dem ganzen Gedöns. Ja, viel Gedöns steht tatsächlich auch auf dem Schminktisch rum. Das muss alles abgeräumt werden und staubgewischt werden. Da habe ich auch nicht jede Woche Lust zu, aber diesmal war es dann einfach mal wieder soweit. Da sind wir jetzt schon am Mittwoch mit dem Staubsaugen beschäftigt. Elena hat auch einen kleinen Staubsauger, den hatte Freddy damals mal zum zweiten Geburtstag geschenkt bekommen, weil er immer mit mir saugen wollte. Und ja, jetzt übernimmt das die kleine Schwester. Also auch da fange ich wieder an, im Wohnzimmer einfach mal alles durchzusaugen. Natürlich sauge ich jeden Tag so die groben Krümel weg, dieses Spot-Cleaning, wie man so schön sagt. Also wenn wir gegessen haben und da sind ein paar Krümel angefallen, schnappe ich mir schnell meinen Staubsauger und saug die Krümel weg, aber zum Beispiel da diesen Wohnzimmertisch wegzurücken, wie ich es jetzt hier mache, und auch nochmal gründlich unter dem Sofa zu saugen, das mache ich nicht jede Woche, das mache ich vielleicht, weiß nicht, alle 2 bis 3 Wochen ungefähr, um da ehrlich zu sein. Und das reicht auch. Also da guckt jetzt auch keiner drunter unbedingt. Das ist fürs eigene Gefühl, wenn man das regelmäßig macht, sehr schön und angenehm und muss aber nicht jede Woche unbedingt sein. Ja, da habe ich mir nochmal diesen trockenen Swiffer geholt und habe da so einige Bälle noch unterm Sofa hergeholt und staubsaug nochmal nach. Ja, und so sauge ich mich hier erstmal durch das Wohnzimmer. Später geht es nach oben weiter. Musik.
Ja, an dem Tag war ich sehr motiviert und dachte, komm, wenn ich jetzt schon mal den Tisch beiseite geräumt habe, dann kann ich unter dem Sofa auch jetzt schon mal feucht wischen. Wobei das Feuchtwischen so im ganzen Haus eigentlich erst am nächsten Tag angesagt ist. Aber für den Boden ist es jetzt auch nicht so toll, ständig diesen Tisch hin und her zu rücken. Deswegen habe ich da eine kleine Ausnahme gemacht und unter dem Sofa und dann später auch das Wohnzimmer schon mal feucht gewischt. Somit hatte ich am nächsten Tag ein bisschen weniger Arbeit. Ja, auch in den Kinderzimmern wurde ordentlich gestaubsaugt. In Freddys Zimmer habe ich das ein oder andere Möbelstück noch mal ein bisschen beiseite geräumt, genauso wie in Elenas Zimmer gleich, um dahinter zu staubsaugen. Und das ist irgendwie auch so schön an dem Putzplan, dass man ja von Woche zu Woche sich da ein bisschen einen anderen Fokus legen kann. Was ihr gerade seht, das Video, da habe ich beispielsweise gleich in Elenas Zimmer noch mal so ein Schränkchen beiseite geräumt, unter dem ich länger nicht mehr gesaugt habe. Und heute habe ich in Freddys Zimmer was beiseite geräumt und da drunter gesaugt, was ich länger nicht mehr gesaugt habe. Also quasi eine Woche später. Heute ist quasi auch wieder Mittwoch und ich habe hier das ganze Haus gestaubsaugt und da eben nochmal ein bisschen anderen Fokus gelegt. Also das heißt, wenn man diesen Putzplan wirklich regelmäßig durchführt, dann ist es auch gar nicht mehr so viel. Ich brauche jetzt nicht mehr eine halbe Stunde, um das ganze Haus zu saugen, sondern das geht auch mal in 10 Minuten und die Woche drauf habe ich vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit und Lust zu staubsaugen und dann nehme ich mir das ein oder andere wieder ein bisschen ausführlicher vor. So, dass man also wirklich die ganze Woche über ein sauberes Haus hat. Und das ist ja Ziel und Zweck eines Putzplans. Ja, hier sind wir jetzt im Schlafzimmer, auch in einer Ecke, die ich zugegebenermaßen nicht jede Woche staubsauge. Da hinter dem Kleiderschrank, da steht auch nochmal so ein Kleiderständer, den wir nicht so häufig brauchen. Die Ecke habe ich mir diesmal auch ein bisschen ausführlicher vorgenommen und war ganz froh, die wieder fertig zu haben. Ja, und wenn ihr euch wundert, was ist das für ein komischer Karton, der da steht, da ist Felix Schultüte drin. Und ja, die hat natürlich einen hohen emotionalen Wert. Die möchte ich auch nicht in irgendeine Garage packen, wo es vielleicht feucht drin werden kann. Deswegen steht dieser Karton da hinten drin. Das ist vielleicht ein bisschen Staubfänger, aber das ist es mir wert, weil es eben ein für mich sehr wichtiges Stück ist, was da steht. Ja, als ich Elena ins Bettchen gebracht hatte, habe ich noch schnell unten im Wohnzimmer gewischt, wie gesagt. Wenn ich dann schon mal das Wischwasser da hatte, dann habe ich das eben dann auch an diesem Montag noch genutzt fürs Wohnzimmer. Ja, und so sah der Staubsauger dann aus, nachdem ich das ganze Haus gesaugt hatte, aber wie gesagt auch ein paar Ecken, in denen ich schon länger nicht mehr war. Ja, da seht ihr mich jetzt schon am Donnerstag. Da haben wir das Thema Feuchtwischen. Ich habe es extra nicht genannt Bödenfeuchtwischen, weil ihr gleich noch sehen werdet, dass ich mich nicht nur um die Böden kümmere, sondern auch noch so ein paar andere Dinge feuchtwische. Hab da wieder tatkräftige Unterstützung von Elena gehabt, die natürlich diesen Wischmob unglaublich spannend fand, sodass ich eigentlich kaum mehr was im Flur machen musste, sondern sie hat den Flur dann da gereinigt. Das ist auf jeden Fall immer sehr süß, wenn sie da mithelfen möchte. Ja, also wie gesagt, da habe ich mich durch sämtliche Zimmer gewischt, wie ihr gleich noch sehen werdet. Das Wischwasser habe ich ins Badezimmer gestellt, damit sie mir das nicht umwirft. Das ist natürlich so ein bisschen kritisch, wenn man ein kleines Kind im Haus hat, weil ja leider ist Elenas Tagesmutter schon wieder krank, sodass sie den ganzen Vormittag zu Hause war und mir damit helfen konnte. Aber so ein bisschen schwierig ist es dann schon, wenn man jetzt nicht unbedingt möchte, dass der Wischwassereimer umgestoßen wird.
Naja, gut, das nur so nebenbei. Ja, da seht ihr mich in Freddys Zimmer. Da habe ich auch noch schnell feucht durchgewischt. Da hatte ich ja am Vortag alles gestaubsaugt. Und innerhalb eines Tages wird es jetzt auch nicht wieder so staubig. Das heißt also, da reicht es, am Vortag zu saugen und dann eben jetzt an diesem Tag alles nochmal feucht zu wischen. Ja, und hier seht ihr schon, was ich vorhin angedeutet habe. Ich habe nicht nur die Böden gewischt, sondern mir auch meinen aufklappbaren Eimer genommen, ein bisschen Lenor-Weichspüler da reingepackt und mein Minky-Schwämmchen. Das Ganze riecht sehr gut und ist super gut geeignet, um die ganzen Türen einmal feucht abzuwischen. Auch das geht mir öfters durch die Lappen, aber die eine oder andere Tür hatte dann doch irgendwie so einen kleinen Fleck. Man weiß immer gar nicht, wo die so herkommen, sodass ich dann einfach mit meinem Eimerchen von Zimmer zu Zimmer gelaufen bin. Auch wieder mit tatkräftiger Unterstützung von Elena und die ganzen Türen sauber gemacht habe. Sie hat da nochmal trocken nachgefischt, aber das Schöne ist an dieser Lösung mit dem Weichspüler, es gibt keine Streifen, also zumindest bei unseren Türen nicht. Es reicht, das also feucht abzuwischen und dann trocknen zu lassen. Man muss eigentlich gar nicht nochmal trocken nachwischen, aber erzählt es nicht Elena, sonst ist sie enttäuscht, dass ihre Arbeit gar nicht nötig gewesen wäre. Und zu guter Letzt habe ich mir unsere Haustür auch noch mal ein bisschen genauer angeschaut und gesehen, dass da rund um die Klinke auch so ein paar Schatten waren, die ich wunderbar wegputzen könnte. Und dann sah die Haustür auch wieder aus wie neu. So, heute ist Freitag, der letzte Tag von meinem Putzplan. Am Wochenende habe ich immer so ein bisschen frei vom Putzen. Und heute steht die Küche an und die Hemmschwelle ist riesengroß. Und ich zeige euch gerade mal, warum. Das ist wirklich real life, leider. Hier liegt so viel rum. Die Küche wurde echt vernachlässigt in letzter Zeit. Ja gut, hier unten liegt noch der Staubsauger. Ich habe vorhin das Bett neu bezogen und die Matratzen gesaugt. Den muss ich dringend ausleeren. Hier hat Elena gekocht. Gut, hier liegt irgendwie, ich weiß immer gar nicht, wie das ganze Spielzeug hierher kommt. Das schleppen die Kinder immer an. Genauso wie sämtliche Kunstwerke, die hier wieder rumliegen. Geschenkpapier, weil ich letztens ein Geschenk eingepackt habe. Hier ist noch sogar unsere Reiseapotheke aus dem Urlaub. Die muss ich wieder in den Medizinschrank räumen und so weiter und so weiter. Hier habe ich gerade mal unsere Spülmaschine sauber gemacht mit so einem Fertigzeug. Ich hatte jetzt keine Lust, da selber mit irgendwelchen Hausmittelchen zu hantieren. Deswegen habe ich so eine Fix- und Fertig-Mischung genommen. Hier habe ich gestern beim DM gekauft und die ist jetzt wieder frisch. Deswegen steht aber auch hier noch der Spülrum, der heute Morgen entstanden ist. Das muss ich noch wegräumen. Da habe ich gestern beim DM Vorräte gekauft für die Spülmaschine. Also ich könnte hier erzählen und erzählen. Hier steht noch was rum. Da habe ich gestern für die Kinder noch eine Soße aufgetaut. Alles uninteressant. Jedenfalls muss das alles weg. Es soll wieder ordentlich aussehen und bringt ja alles nichts. Wir machen uns mal an die Arbeit. Ja, genauso wie die Bäder ist die Küche ein Zimmer, in dem ich dann doch alles mache. Und zwar erstmal aufräumen. Ihr habt ja gesehen, wie es da ausgesehen hat. Also bevor ich irgendwas putzen konnte, musste ich erstmal aufräumen. Da bot es sich natürlich erstmal an, das Geschirr wegzuräumen, was dann noch stand vom Morgen in die ja frisch gesäuberte Spülmaschine. Ja, und diese Ablagefläche da, ich weiß auch nicht. Also da sammelt sich immer irgendwas an. Habt ihr ja vorhin gesehen, was da alles rumlag. Auch so ein Katalog, den habe ich mir durchgeblättert, ob es sich lohnte, den aufzuheben oder nicht. Ich habe mich dann entschlossen, nein, alles viel zu teuer, lohnt sich nicht, kommt ins Altpapier. Ja, Freddys Kunstwerke, das finde ich immer ganz, ganz schwierig, die zu sortieren in Sachen fürs Altpapier und in Dinge, die ich aufheben möchte. Die Reiseapotheke wurde da wieder wegsortiert. Die ist da über der Tür in dem kleinen Abstellräumchen. Deswegen strecke ich mich da so nach oben. Der andere Tisch lag voll mit dem ganzen Spielzeug, was ich erstmal wieder wegräumen musste. Also da gab es allerhand zu tun an Aufräumarbeit, bevor ich überhaupt putzen konnte.
Ach so, und da seht ihr diese Malmappe, die habe ich euch mal vor ein paar Monaten bei meinem IKEA-Haul gezeigt. Und diese Malmappe kann ich so empfehlen. Die haben wir immer mit im Restaurant. Die hatten wir auch mit im Urlaub, weil Freddy ja so super gerne malt. Da ist immer alles verstaut, verknickt nicht. Er hat genug Papier und Stifte dabei. So, jetzt hatte ich alles aufgeräumt. Jetzt ging es dann auch ans Putzen. Ich habe mit dem kleinen Tischchen angefangen, mit dem Babystuhl und habe mich dann noch in Ruhe durch die Küche putzen können, da ja das meiste Zeug jetzt erstmal aufgeräumt war. Okay, die Ecke war noch nicht aufgeräumt. Da musste ich dann auch nochmal ran und habe die Spielküche aufgeräumt. Ja, da hat Elena ordentlich Chaos gemacht, aber auch das ist ja eigentlich immer in 5 Minuten schon wieder erledigt. Ja, hier lasse ich jetzt Wasser ins Spülbecken und gebe etwas von diesem wunderbar duftenden Soflora dazu. Das kriegt man leider so schwer. Ich habe es früher einfach über Amazon bestellen können. Das gibt es da leider gar nicht mehr. Ich habe es jetzt auf irgendeiner dänischen Seite bestellen können. Das riecht so gut. Ich gebe das Schwämmchen dazu und ja, habe dann das perfekte Wischwasser für meine Küchenfronten. Die habe ich mir dann auch noch vorgenommen, vor allen Dingen unten. Oben, die hatte ich schon vor ein paar Tagen mal gemacht und habe mich dann so mit dieser gut duftenden Soflora-Lösung, die auch noch desinfizierend wirken soll, durch die Küche geputzt und da vor allen Dingen die ganzen Fronten auch vom Ofen mal sauber gemacht und das Ganze duftete und war hinterher blitzblank sauber. Ja, und ganz am Schluss habe ich mich natürlich auch noch um die Böden gekümmert. Da wurde dann alles fleißig gestaubsaugt. Der ein oder andere Krümel ist ja vielleicht beim Staubputzen auch runtergefallen. Das heißt, das konnte alles weggesaugt werden. Und anschließend habe ich auch noch meinen Sprühmopp benutzt und habe die ganze Küche durchgewischt und war dann hinterher richtig zufrieden mit dem Ergebnis. So, jetzt ist es 20 vor 3, ich muss gleich Freddy abholen und bin mit allem fertig geworden. Natürlich hätte man alles auch noch ausführlicher machen können, aber ich bin sehr zufrieden. Mein Ziel war es, den Tisch wieder halbwegs freizuräumen. Die Blumen sind getrocknet, ich kann mich nicht so recht davon trennen. Deswegen stehen die jetzt hier in der Küche. Die Arbeitsplatten sind wieder halbwegs frei, bis auf diese Kuschkiste hier. Aber um die konnte ich mich jetzt nicht mehr kümmern. Das ist, glaube ich, auch das Geheimnis, sich einen Fokus zu setzen. Man kann einfach nicht alles schaffen, sonst fängt man auch nie an, wenn man denkt, man muss alles schaffen. Deswegen mein Fokus war jetzt hier die Arbeitsflächen. Das sieht alles wieder gut aus. Ich habe sogar hier die Flächen von dem Ofen und von den Schränken hier unten geputzt. Da oben, das hatte ich schon am Wochenende gemacht. Deswegen kann ich mich darin sogar halbwegs spiegeln. Und hier, das lasse ich noch ein bisschen, dieses Soflora, das duftet so gut. Und lasse da auch hier dieses Minky-Schwämmchen noch ein bisschen drin rumschwimmen. Das Ganze soll ja auch desinfizierend sein. Deswegen duftet jetzt einfach die Küche noch ein bisschen und sieht schon wieder deutlich besser aus als vorher. So, der Staubsauger lädt auf. Der hat seinen Job gut erfüllt. Ich habe meinen Job jetzt auch erfüllt. Ich bin jetzt durch mit meinem Putzplan. Morgen ist Samstag und Sonntag, da wird eigentlich nichts großartig geputzt. Nur hier und da den Kindern hinterher oder unterm Frühstückstisch die Krümel weggesaugt und was man halt so sowieso zwischendurch immer noch so macht. Ja, ich hoffe, ihr wart ein bisschen motiviert durch das Video und packt auch mal die ein oder andere Sache an. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, nicht zu viel von sich zu verlangen. Wirklich vielleicht zu gucken, wie viel Zeit habe ich heute? 20 Minuten, okay, ich sauge schnell so viel ich kann in den 20 Minuten. Hier war jetzt, ja, ich muss jetzt gleich los, schnell Freddy vom Kindergarten abholen. Das war jetzt heute mein limitierender Faktor. So ein paar Sachen waren mir wichtig, die habe ich geschafft. Ich habe sogar noch 2, 3 Sachen in der Küche geschafft, die ich vorher gar nicht mehr vorgenommen hatte. Und somit bin ich vollends zufrieden, auch wenn es natürlich noch viel besser hier aussehen könnte. Aber das ist ja immer so und ich glaube, dieser Perfektionismus ist das, was uns letztlich alle, ja, vielleicht sogar krank macht, wenn wir uns da zu viel von uns verlangen. So, jetzt rede ich aber nicht länger. Ich muss los. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ganz liebe Grüße und bis bald. Tschüss.